So Leute, weiter geht's mit dem, wie weit ich gekommen bin. Also ich habe jetzt Fortschritte gemacht, man sieht, Schwerkraft ist vorhanden. Gravitation, ja natürlich, speichern. Ich lasse es mit Absicht drin, dieses Autosaven. Also jetzt nicht so, hier im Video, sondern... ich muss ein bisschen schnell machen, also sehr weit bin ich nicht gekommen. Was aber Vorteil ist, sobald ich hier reingehe, Gravitation weg. Jetpack springt an. So, jetzt muss ich kurz mich wieder aufladen. Geht zum Glück relativ zügig. Also ich habe mein Feld angepasst, so wie ich es brauche. Andere brauchen es vielleicht anders. Wieder aussteigen. So, jetzt spawne ich hier in diesem Gang wieder, na, aber verkehrt rum, weil das Ding ist auch falsch eingepackt. Also zwar richtig rum, aber so von der Sicht falsch rum. Sobald ich hier das Schiff, oder fast, sagen wir es mal so, sobald ich das Schiff hier betrete, habe ich Jetpack, Gravitation. So, das Ding bleibt auch hier auf dem gesamten Schiff. Also ich kann bis hier vorne in die Ecke richtig reingehen. Hier rum komplett. Wie gesagt, hier war ich ja gerade. Wenn ich da reingehe, ist weg. Dann kann ich hier hintergehen, komplett alles. Und hier ist auch wieder gut. Sobald ich hier rausgehe, Jump, Jetpack an. Und das reicht. So, sobald ich hier wieder drauf bin, also sobald ich hier auf dieser Kante stehe, na gut, der steht jetzt nicht. Also sobald ich hier stehen kann, geht das Feld an. Und ja, das heißt, die Gravitation, das passt schon mal. Das nächste, was ich jetzt hier, weil das ist dämlich, du fliegst hier durch die Gegend und kommst ja nicht durch diese Türen hier durch. Ich glaube, das nächste, was ich baue, ist das Ding hier. Denn, ja, ich sag mal so, dann kann ich eventuell schon langsam anfangen hier mit den Triebwerken denn, und dann kann ich das schon steuern. Also ich weiß noch nicht, ob ich das Ding erst mache, aber ich denke mal, ja, dann kann ich mich hier auch reinsetzen, brauche ich nicht mal raus zum anderen Schiff. Also ich denke mal, ich werde das jetzt hier erst in Anspruch nehmen. So, dann mache ich einfach wieder Folgendes. Ich gehe wieder hier zu meinem schönen Assembler. Produkt groß. Und ich möchte gerne, wo habe ich es jetzt? Das Ding. Nickel brauche ich. Silizium. Bisschen habe ich ja noch da, so ist ja nicht. Also hier drüben. Silizium. Mach mal da schnell ein bisschen was. Wieso gibst du das hier nicht ab? Ist er wohl selber nicht. Gut, Produktion, Silizium. Ne, das ist Nickel. Steigt denn Silizium überhaupt noch? So, weil er da dran ist. Wie, hat er keinen Bock mehr hier weiterzugeben, oder wie? Vielleicht Eisen ist hier noch dran. Vielleicht zu viel Eisen drin. So, ja, aber jetzt habe ich irgendwie meinen Teil nicht genommen und die brauchen nur Eisen. Da habe ich mehr als hier noch da, deswegen. Nickel und Kobalt brauche ich aber. Ach, doch, die kommen da hier rein. Ach, erstmal kurz ablegen. Die Dinger. Also wieder ein bisschen mehr Platz. Nehmen wir mal da ein bisschen Eisen. Das Ding kommt darin hier pfeffert.
So, und jetzt sollte das da passen. Produktion Eisen habe ich neu noch, da könnte ich sogar noch mal ein bisschen was wegnehmen. Nickel, Gold brauche ich noch. Silizium habe ich hier noch. Dafür hätte ich auch hier noch Gold. Habe ich denn hier noch Gold? Aus damit. Gold habe ich da nicht mehr drin. Speichern natürlich, was denn sonst? 0. Ach, habe ich das gar nicht bis auf 1G hoch? Ach, hätte ich auch da hinten nachgucken können. Doch. Hm. Ja, raus hier. Jetpack geht an. Hier steht richtig NG. Gold. Habe ich hier noch ein Erze da? Wie sieht's hier im Assembler aus? Hier hätte ich auch noch einen Nickel. Oh, ich habe mein ganzes Inventar voller Goldherz. Das steht schon wieder auf Kopf. So, dann machst du jetzt erstmal das. Danach nicht Silizium, sondern Kobalt. Inventar, Produktion. Nickel, okay. Gold bin ich ja gerade am Herstellen. Das heißt, hier brauche ich kein Gold, das heißt, ich brauche plus 10. Ja, dafür sollte es gut. 13 irgendwas. Nickel. Nickel. Ja, habe ich noch ein bisschen. Ansonsten habe ich hier noch ein Nickelerz drin. Will ich da sagen. Ich glaube, ich habe hier irgendwo in meinen ganzen Speicher, den ich jetzt erst nach und nach darin irgendwie bewege. So, nach Gold. Oder Nickel brauchen wir zuerst. Hier so rum. So, habe ich dafür. Ja, dafür habe ich jetzt mehr als hier noch Nickel. Jetzt muss ich wieder Gold herstellen. Gold ist jetzt zum Glück nicht allzu langsam herzustellen. Außerdem, ich glaube, davon hätte ich noch ein bisschen was gehabt. Das ist auch... Oh ja, warum nicht? Habe ich das Ding zuerst herstellen lassen? Scheint so. Was mit der Panzerung? Die habe ich schon wieder weggelegt, oder wie? Muss ich ja. Ah, ich glaube die 20 hier unten. Ich habe nämlich selbst noch ein bisschen was bei. Ja, die 20 da, genau. Also im größten Teil habe ich auch so bei mir. Also da am Lager. Weil ich immer ein bisschen zu viel produziere und so. Fehlt schon wieder Gold. Was braucht man, um die Dinger herzustellen? Ach so, na dann sollte es ja relativ zügig gehen. Wenn ich denn auch hier noch Gold habe. Ja, ich müsste mal Neues holen. Nee, ich glaube Gold habe ich gar nicht mehr. Hier unten, das habe ich oben gefarmt. Oder? Doch, habe ich unten noch genug. Das habe ich da unten noch genug. Aber ich glaube, in meiner habe ich auch noch ein bisschen dran. So, da fehlt noch ein bisschen nach Gold. Judy, dann werden wir das Ding auch gleich herstellen. Aber hier, der Gravitationsgenerator, der hat auch wieder einiges gekostet an Zeit, weil dieses Kobalt, das ist... War das Kobalt? Ich glaube,
Da man da, ich kann es ja mal kurz zeigen, hier groß und Gravitation, hier Kobalt, 1000 und das hat lange, sehr lange, also 1350 und das hat wirklich sehr lange gedauert, das Ding zu produzieren und ich habe schon zwei Raffinerien und es hätte noch länger gedauert. So, ich denke mal, da kann ich viel mehr machen. Oder ach nee, wegen Gold, okay. Na komm, die sollte dann aber sehr schnell. Na gut, ich habe jetzt kein Gold auf Vorrat, aber das stelle ich ja her. Weil die sollte wirklich schnell machen. Sobald Gold zur Verfügung ist. Und natürlich müssen wir erstmal wieder speichern. Ja, ich überziehe glaube ich schon wieder ein bisschen die Folge. Ich gehe hier immer ein bisschen gerne ran, das hatte ich aber glaube ich schon mal erklärt, das sieht dann ein bisschen echt aus. Gut, warum er denn Anzeigen zuerst anfängt, obwohl ich gar keine bei habe, keine Ahnung. Aber naja, stört mich auch nicht. So realistisch muss es denn doch nicht sein. Also ich meine, es tut dem Spiel keinen Abbruch, weil es nicht so ist. So war das jetzt gemeint. Genau, jetzt hält an, weil er die Anzeigen braucht. Das ist schon realistisch gemacht, also. Na komm. Die in der Platte wirst du da wohl noch schnell hinkriegen. Ja. Man muss übrigens, wenn man hier drauf updatet, ja nicht. Sondern man muss da wirklich dieses Mauszeiger runter, Mauszeiger rauf, damit man es wieder sieht. So, dann stellen wir das Ding mal her, so dass es betriebsbereit. So. Das haben wir. Ich habe hier übrigens noch ein Beacon drin gestellt, hier Deutsch Boje drin gestellt. Werde ich denke ich mal als nächstes herstellen. Das ist nicht so teuer, wie es jetzt aussah. Hier ist der Assembler. Produktion groß. Silizium-Halbleiter. Dann wirst du jetzt mal Silizium herstellen. Oder verarbeiten, was er sagt. Ja, wenn ich jetzt hier reingehe. 7 Stunden. Zwei Triebwerke habe ich hier schon. Boah, ich bitte zwei funktionierende Triebwerke. Keine Ahnung. Gyroskop 0. Ach, das muss ich auch noch einbauen. Das baue ich hier auch irgendwo oben auf. Das baue ich auch noch irgendwo in der Nähe hier auf. Also hier oben irgendwo in die Decke rein. Ich denke mal hier oder so. Oh. Wird gleich gemacht. Ja, so, dann kann ich es von unten noch ein bisschen damit interagieren. Kostet auch wieder so viel. Ach, 100 Stahlplatten. Na gut, das ist Stahl. Also das sollte relativ zügig gehen, so ein Gyroskop herzustellen, weil Eisen ist ziemlich schnell herzustellen. Nicht so wie Silizium. So, da haben wir den Stahl, haben wir erstmal ja noch. Wir haben sogar noch Erz, haben wir auch glaube ich noch. Dafür haben wir auch noch. Dafür haben wir jetzt auch noch Silizium und dafür. Na gut, für beides zusammen haben wir. Doch, haben wir schon hier noch. Haben wir schon hier noch. Dann stellen wir ein bisschen Kobalt her, davon brauchen wir noch ein bisschen. Wofür war das jetzt für die Boja? Aber naja Leute, ihr braucht mir jetzt hier nicht weiter zugucken. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie ich jetzt hier vorgehe. Um das Dinge zu bauen. Oder um die Dinge, um das, doch, um das Ding, das Schiff zu bauen. Dann soll er irgendwann mal fertig werden. Und ja. Ich finde es soweit. Habe ich schon gute Fortschritte gemacht. Dafür, dass ich hier allein spiele, ist das nicht schlecht. Und dann ist das schon ein Schiff ein bisschen vom größeren Kaliber. Kleines Triebwerk.
Ich habe jetzt übrigens die zwei Triebwerke von oben und unten nur noch angebaut. Das sind, glaube ich, die, die er registriert hat als an, obwohl die noch gebaut werden müssten. Oh, sieht so schön Jetpack aus und schon kann ich vernünftig laufen. Hier sieht man, ich habe noch Stahlplatten, ich hab noch ein bisschen was übrig. Aber naja. Wo ist die eine Stahlplatte her, die ich hier... Also da anscheinend nicht, okay. Das heißt, du da einfach rein. Ach, kann erstmal da drin bleiben. So, ich werde dann mal wieder ein bisschen Eisenerz herholen und das durchschmeißen. Tja. Dann, oder ich pack's erstmal hier von unten rein und dann... Ja, so werde ich es machen. Ich werde euch das gleich mal zeigen, wie ich es mir jetzt... Ich hoffe, dass es so funktioniert. Eigentlich war es so geplant. Wenn es jetzt natürlich nicht funktioniert, dann war es halt nicht so geplant. So, hier raus. Jetpack an, natürlich. Dann hier so ein bisschen schräg rein. Halt noch schräger so. Sieht aber gut aus. Dann da noch ein bisschen ran. Wieso lässt er mich nicht drauf zugreifen? Auch weil das hier als ganzer Block zählt. Gut, dann gut. Es war zwar geplant. Normalerweise sieht man ja, ich hätte hier drauf zugreifen können. Aber da es als ganzer Block zählt, muss ich ein paar Mal hin und her fliegen. Noch schräger. Ist mir aber egal. Ja, geht nicht. Na egal, muss ich ein Stück hochfliegen und kann dann damit interagieren. Hier Eisen habe ich noch ein bisschen. Gut, dann hoffe ich erstmal, dass euch dieser Part hier wieder gefallen hat. Ich glaube in diesem, weil ich jetzt so viele Schnitte gemacht habe, weiß ich das gar nicht mehr. Gut, kann ich doch. Na, machst du mal drauf zugreifen. Da weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber ich denke mal, das war jetzt bloß Schiffchen hier zeigen. Und halt hier ein bisschen bauen. Ja. Aber ich denke mal, ich hoffe auch, dass die ganzen Folgen bei euch wieder ankommen. Das ist natürlich mal das Wichtigste. Und wie gesagt, es kommt bald wieder für die Leute, die es nicht abwarten können, kommt bald wieder KSP, aber da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Weil ich denke mal, dass ich werde noch bis zur nächsten Version warten müssen. Aber die soll ja schon... Entweder soll sie jetzt schon mittlerweile draußen sein oder kommt demnächst raus. Auf jeden Fall war sie schon in Planung, so wurde es gesagt. Und ja. Dann lässt mich mal da wieder ran. So, das reicht jetzt erstmal. Gut, Leute. Dann würde ich mich erstmal wieder von euch verabschieden. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und sagt dann mal wieder, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, euer MC Arschall. Bye, bye. Leute, ihr glaubt nicht, was hier gerade passiert. Ihr, das Schiff funktioniert. Die Triebwerke sind nicht mal fertig gebaut. Gut, ihr Gyroskop habe ich auch. Ich habe es ja bloß reingesetzt im letzten Part. Das habt ihr ja gesehen. Die zwei Triebwerke sagt er, dass das funktioniert. Ja, ich lasse ihn im Glauben. Achso, so geht es ja jetzt nicht. Jetzt muss ich ja so fliegen. Natürlich soll das hier nur sehr langsam gehen. Weil zum eigentlichen Fliegen, habe ich ja gesagt, habe ich die anderen Triebwerke. Aber naja, mir ist das egal, was er macht.
hattet gar keine innere Ansicht, schade. Naja, natürlich erstmal wieder speichern. So, also ihr seht da, ich versetze gerade das Schiff, auch wenn die Triebwerke noch nicht mal fertig gebaut sind. Aber das ist mir egal. Am besten wäre jetzt natürlich, wenn das Landegear auch noch gehen würde. So, jetzt muss ich hier wieder ein bisschen tricksen, weil ich habe noch keine Vorwärtsthruster, die funktionieren ja nicht. Stelle ich mich halt so ein bisschen hin und thruste nach vorne. Das ist doch sehr manöverfähig. So. Dann ein Stück rüber, dann kann ich wieder zurückdrehen. Sieht man das Potenzial, das Ding ist schon ein bisschen breiter. Aber ich denke mal wirklich, ich werde hier mal die Triebwerke fertigstellen. Ich glaube es nicht. So, landen. Naja, mir dann auch egal, wenn er mich nicht ganz landen lassen will. Yeah. Und zack, wieder Schwerkraft. Juri, dann werde ich jetzt mal 6 Triebwerke. Nee. 3. Okay, 1, 2, 3, 4. Doch 6 kleine Triebwerke da oben erstmal in Auftrag geben. Wie man hier sieht, unten das Feld habe ich auch eingestellt. Jetzt steht ja auch ein G. Okay, das ist gut. Ach, noch ist er, glaube ich, auf Boje eingestellt. Jawohl, und der macht nichts, weil Inventar voll ist. Der Boje ist hier. So, wenn man kurz schweißt, wie gesagt, legt er erst die Sachen rein und dann kann man die fertig schweißen. So. Computer sind auch schon fertig. Oh, die ging aber schnell geschweißt. Davon mal schnell 40 Stück hergestellt. Macht da nicht, weil die, glaube ich, wieder so schwer sind. Ja, ich kann davon immer bloß 2 nehmen. Da macht ja das Schweißen wieder schön Spaß. Man kann auch übrigens Doppelklick drauf machen, dann packt man alles ins Inventar gefiltert halt. Also, was heißt gefiltert? Packt man es ins andere Inventar? Also wenn ich jetzt hier Doppelklick mache, packe ich es da rein, ansonsten da zurück. Bei den Ärzten, es würde dann aber nicht gestapelt werden. Sag mal, wie lange brauche ich hier denn noch? Uff, noch so viele. Aber naja, das braucht ihr euch jetzt. Doch, könnt ihr euch mal ein bisschen mit angucken. Hier wieder ein bisschen Schiffsbau.
Wie schön das doch immer ist. Ich glaube auch, selbst wenn ich das Ding jetzt reinlege, kriege ich trotzdem bloß zwei. Also das ist... Wie steht so ein Ding wieder 100 oder wie? Ah, fast. Ach, von der Literzahl ist das ja nicht von der... Okay. Boah, speichern. So, der Boje fertig. So gut wie. Jetzt funktionieren tut sie schon mal. Muss noch eingestellt werden. Gibt auch gleichzeitig ein bisschen Licht. Kontrollfeld, Boje. Na, weg. MC. Caps Lock aus. MC. Cruiser. Ich glaube, das wird so geschrieben. Ich muss ich nochmal nachgucken. Ja, als nächstes Triebwerke. Oder was brauche ich sonst noch Wichtiges? Gyroskop. Ich brauche wieder so viel. Wieder so viel Eisen. Ja, erstellen. Es wird wieder so lange dauern. Darf ich dann schön wieder Eisen farmen gehen? Halt, du bist nicht mein... Oh, ich habe ganz schön lange Arme. So, dann hätten wir das schon mal. Ich glaube, der da unten hat auch kein Eisen mehr, unser Freundchen. Huch, ich habe ja ganz vergessen, dass hier auch Gravitation ist. Dass ich ja schon mein Schiffchen umgeparkt habe. Mit den nicht vorhandenen Thrustern. Ah, ich müsste auch noch ein Stückchen... nach rechts, damit das Schiffchen gut rauskommt. Ja, habe ich anscheinend das ganze Eisen schon verbrast. Naja. So, der Eingang ist hier, der andere. Ich glaube, da reicht es, wenn ich mich drehe. Dann gehe ich wieder farmen. Aber ich denke mal, das habt ihr mittlerweile schon oft genug gesehen. Und hier immer schön vorwärts einparken. Das macht das Ganze nämlich beim Rausfahren einfacher. Hey. So. Tada, und jetzt suche ich mir halt wieder irgendwo Eisen. Ich glaube, ich baue mich diesmal hier irgendwo rein. Lass das hier auch Eisen. Ja, das ist auch Eisen. Oder kurz nochmal nachgucken. Das Eisen, gut. Ich baue mich hier jetzt wieder rein. Und dann sehen wir uns dann wieder. Bis dann. Ciao, ciao.